Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Auf dem Weg zur Zentrale, sage ich. Kathedrale natürlich. Mit meinem wunderbaren Knüppler, den ich gebastelt habe. Der dann doch nicht eine ganz so große Reichweite hat, wie ich dachte. Aber die Boys hier sind One-Hit. Jetzt ist es so, eigentlich will ich Fortschritt machen. Das heißt, ich will gar nicht so lange hier jetzt an so einzelnen kleinen Bobs rumhängen. Sondern wir versuchen mal ein bisschen Tempo hier vorzulegen. Und, oh wow. So viel dazu. Laufen einfach vorbei, wollte ich sagen. Ist es irgendwie dunkler geworden? Wird es hier Nacht? Es wird Nacht in dem Spiel, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, es wird Nacht. Es ist dunkler. Ah, hier ist wieder ein bisschen heller. Kommt jetzt irgendwer hinter mir her? Nö, sehr gut. Ah, jetzt habe ich... Ah, so ein Mist. Jetzt habe ich die Waffe natürlich nicht zusammengebastelt. Naja, dann muss ich mit der vorlieb nehmen. Ich wollte jetzt die Axt haben. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Aua. Ey. Das hat schon viel besser geklappt als am Ende der letzten Folge der Versuch. Das hier war absolut in Ordnung. So, hier müsste doch jetzt eigentlich dann auch schon der nächste Stargazer kommen, oder? So wie ich das Spiel bisher kenne. Oder kommt jetzt hier schon ein Boss? Daniel, schön, dass du da warst. Oh, das... Ah ne, Stargazer, passt. Kapelle der Kathedrale von San Fragilio. Wunderbar. Nice. So kurz vorm Stargazer am Ende der letzten Folge draufgegangen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Wunschstein des Würfels. Ah, guck mal. Stellt vorübergehend Lebenspunkte wieder her. Vorübergehend? Wenn er benutzt wird, kann er einen besonderen Effekt erstellen. Vorübergehend. Aber gut, klar, benutze ich den jetzt erstmal. Dann würde ich gerne wieder bitte meine Waffe remontieren. Overtime, meinst du echt? Ah, hier bist du jetzt. Das klingt jetzt echt nicht so geil. Die ihr gesündigt habt, tut Buße mit euren Tränen. Nur wer seine Seele gereinigt hat, darf weitergehen. Vorübergehend ist falsch übersetzt. Also quasi, wenn ich... Was heißt denn das ja dann jetzt? Oh mein Gott, ein riesiger Wurm. Ach so, das, also... Über Zeit stellt es Lebenspunkte wieder her. Also, okay, verstehe.
Ja, so habe ich es mir auch gedacht, tatsächlich, dass es das bedeutet. Das, was ich da gerade gesehen habe, hat mir nicht so gut gefallen. Ehrlich gesagt, das sah wild aus. Und wenn das der gute Priester ist, den ich retten soll, haben wir ein Problem. Leute, dann haben wir ein Problem. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Ich wollte schon wieder abkürzen und schießen. Bin auch nicht richtig gesprungen. Ich... Ich habe ganz schön viel Heilung tatsächlich bereits. Ich finde, ich habe etwas zu viel Heilung. Das macht's relativ easy. Jetzt probiere ich es nochmal. Nee, man fällt hier tatsächlich einfach dran vorbei und stirbt. Man fällt einfach dran vorbei und stirbt. Ja, da haben sich die Entwickler was gedacht. Da kann man nicht einfach drauf landen. Das wurde abgeflacht und... Das ist keine flache Struktur. Das sieht zwar von oben so aus, ist aber mit einer unsichtbaren Wand versehen, dass man da nicht drauf springen kann. Und sich da irgendwie runterschießen könnte. Auch wenn es echt voll so aussieht, ne? Als wäre das hier so... Ja, spring da drauf. Warum zum Teufel mache ich es nochmal? Ja, ich laufe ja schon den normalen Weg, Spiel, ist ja in Ordnung. Ist ja gut. Priester, wo sind Sie? Hallo? Keiner zu Hause. Aber die Orgel spielt auch die ganze Zeit, ne? Buntes Ergo-Fragment. Davon kriegt man auch ständig welche. Hallo? Ganz schön ruhig auch alles hier. Da höre ich was. Oh, und dieses Wasser ist... Nee, 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 nee. Das ist kein Wasser in das... Ein Paternoster. Gott, hoffentlich funktioniert der besser als in da... Es ist einfach Absicht, dass man dort stirbt. Ach, geil. Oh, wie oft ich in Dark Souls 1 am Paternoster gestorben bin. Und hier ist es einfach... Ja, sieht sicher aus, aber nee. Oh, geil. Ach, oh, super. Oh Mann, ey. Super. Wird ein Short. Ja, das, ja, könnte gut sein. In dem Fall ist das nicht gedacht, um da hochzulaufen. Was kriege ich hier? Verfall. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Scheiße. Ha. Aber ich muss darüber, ne? Ich dachte, da wirft jetzt jemand was auf mich, aber nee. Beschützt Tod, Attributsleiden entfernen. Ach, guck mal, doch, da kommt einer. So, das will ich haben und jetzt los geht's.
Alter Schwede, was ist los mit denen? Sind das überhaupt Puppen? Das sind gar keine Puppen, oder? Das sind Menschen. Ich dachte erst, das wären Puppen. Aber ich glaube, das sind keine. Ich glaube, das hier sind keine Puppen. Ja, ich dachte, das wäre eine Versteinerungskrankheit. Wait. Hat der Piaggio da oben, hat die Versteinerungskrankheit verlangsamt und das hier ist das Resultat? Uah. Junge, du solltest aber nochmal über deine Taten nachdenken. Aber er sieht auch so aus, als hätte ihn das erwischt, ey. Da hängt einer. Und sie wirft mit Kotze auf mich. Ha. Die steht da echt doof, die Alte. Oh, ich bin noch ein bisschen langsamer geworden jetzt. Uncool. Ah ja, easy. Okay, da komme ich von da oben besser hin. Hier da drauf, dann darüber und dann das holen. Da ist schon wieder so einer an der Wand. Aber der ist auch ziemlich groß. Also der ist größer als ein normaler Mann. Oder Mensch. Oh, wild. Weiß jetzt auch noch nicht so ganz. Wo es weitergeht, aber ich denke mal, dass das hier der Plan ist. No, scheiße. Oh, das ist mies. Boah, ist das eine miese Nummer. Oh, da muss man ganz vorsichtig sein, da oben. Ey, Piaggio. Kannst du mir mal erzählen, wie du auf die Idee kommst, dass das hier besser ist, als versteinert zu werden? They've already bloomed somewhere in Krat. Ah, der kann mir nichts erzählen, okay. Der ungesunde Typ. Der hat auch noch die gleiche Haarfarbe wie die Grütze hier, die aus diesen Viechern rauskommt. Mit dir stimmt irgendwas nicht, Kollege. Und diese Orgel. Schnauze! Alles creepy hier. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nochmal versuchen soll, da runter zu springen.
Ganz kurz. Wow, 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 wow. Immer langsam. Jetzt können wir mal einen von oben angucken. Boah, das ist voll die Zombie-Nummer, ey. Wie der aussieht. Stark. Also hier ist nicht wirklich irgendwie Durchrennen angesagt, ne? Ja. Ich habe versucht, einen guten Block zu machen, das hat nicht geklappt. So, da muss ich ja nicht mehr nochmal hin. Das heißt, ich kann jetzt oben entlang. Aber ganz ehrlich gesagt, also ich vermute mal, hier ist das ist hier kein Magiezeug. Hier wird es keine wilden Abkürzungen geben wie in Dark Souls. Oh no! Lucky. Da ist noch was. Nein, nein. Ach nee, warum heile ich mich nicht? Scheiße, nein. 5000 Seelen sind weg. Ergo. Verdammt. Voll der miese Weg. Naja, 5000 ist jetzt nicht die Welt. Stört mich tatsächlich reichlich wenig. Ich habe noch so viel Ersatzergo einstecken. Das bisschen. Aber ist das echt der Weg? Mein Gott. Erst runter, um dann wieder rauf zu klettern. Eigentlich wollte ich da runter in das Loch. Und jetzt laufe ich hier so lang und bevor der nächste Gegner kommt, hier ist kein Stargazer. Ich bin ein bisschen verwundert. Ehrlich gesagt. Hier irgendwas Cooles? Nö. Kommen die hoch oder bleiben die unten? Ich glaube, hier können die nicht klettern. Sieht jedenfalls so aus. Nein! Ich fall einfach schon wieder runter. Nein, der Verfall. Aber der macht gar nicht so viel Schaden, also halb so wild. Nicht so viel wie das Feuer. Das Feuer war übel, ey. Das Feuer hat mich richtig abgefackelt. Ah, das sind jetzt nochmal 5000 Seelen. Das heißt, das waren... Oh, das war aber jetzt schon... Das war schon ein bisschen mehr, was ich jetzt insgesamt verloren habe. Musste ich da runterhüpfen? Dass ich an das Ergo rankomme. Wo laufe ich überhaupt hin? Also. Muss ich wieder nach oben? Ich will doch aber eigentlich nach unten, oder? Ins Loch. Ich hätte jetzt gesagt, ich will ins Loch.
Ich vermute, dass der Pfarrer von dem Wurm gefressen wurde. Und den Wurm will ich jetzt töten, damit er den Pfarrer ausspuckt. Ich soll den Pfarrer retten. Nein! 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 Ah! Schieb nicht dieses Zahnrad von dem Ding runter! No! Schweinerei! Schweinerei! Ist dir auch passiert, ja. Mann! Das gibt's doch nicht! Ich will Fortschritt! Das Level ist gegen mich! Aber nicht unfair! Sondern mega gut einfach. Schwierig. Es ist halt schwierig. Und ein bisschen nervig, dass ich jedes Mal so weit rennen muss, aber... Mein Loot hier unten? Ach, keine Ahnung. Scheiß auf diese 5000, ehrlich. Ich hole die jetzt nicht wieder. Das hat mich das letzte Mal den Kragen gekostet. So, komm du mal hoch. Lass die Big Mama da hinten mal Big Mama sein und lass uns beide hier unser Ding ausfechten. Nein, 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 nein. Gut. Alles im grünen Bereich. Ach, guck mal, hier liegt mein Zeug. Also ich vermute mal, dass es da hinten, da in der Ecke, gibt es eine Waffe. Aber wie komme ich da hin? Da muss ich ja von oben kommen. Das heißt, hier bin ich eh noch nicht richtig für den Loot. Also alles easy. Das heißt, boah, das war ein bisschen knapp und wild hier. Das heißt, jetzt erstmal die gute Dame. Aua! So, jetzt hat. Jetzt hier vor. Dann das holen. Sternfragment. Super unnötig, dass ich mich hier in so ein Risiko begeben habe. So, und jetzt geht's hier runter. Okay. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Nee, ne? Ist nicht euer Ernst. Was? Was? Oh oh. Ah, oh, hat er mich erschreckt. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört und wusste, dass er in der Nähe ist und habe mich trotzdem erschreckt wie Sau. Okay. Wo geht's da hoch? Das gucke ich mir kurz an, weil ich glaube, links geht's weiter. Ich habe ihn doch gehört. Ich wusste doch, dass da irgendwo einer ist. Du benötigst Dreifaltigkeitsschlüssel. Den habe ich doch schon. Nope. Oh.
Gut, dann gibt es in jedem Gebiet einen Dreifaltigkeitsschlüssel. Und der hier scheint woanders zu sein. Versuche ich den zu kriegen? Ich habe nämlich so eine kleine Vermutung, wo der ist. Warte, den letzten? Habe ich den letzten von der Maus bekommen? Nee, der war in der Kiste, ne? Kann ich hier drauf? Komme ich hier irgendwie nach oben? Nee, da komme ich da oben entlang. Nee, da komme ich oben. Okay, nee. Das funktioniert so nicht. Muss doch erst hier lang. So. Der Erzbischof ist tot. Diejenigen, die noch am Leben sind, müssen vor den Toten fliehen. Oh, da ist ja noch einer. Okay. Geht voll klar. Wilde Gänge hier wieder. Aha. Okay. Gut, ich weiß, wie man sprintet beim Springen, aber... Wir machen das jetzt kurz. Wow. Nee, wo bin ich denn jetzt? Ach nee. Wow, ich bin ganz woanders rausgekommen, als ich dachte. Oh, ich bin so ein Depp. Da hat mich meine Orientierung komplett im Stich gelassen gerade. Dachte, ich bin ganz woanders. Ich dachte, ich wäre in der anderen Ecke des Raumes, ey. Heftig. Okay, wild. Alles klar. Labyrinth, ey. Sorry, dass ihr euch den Weg zweimal antun müsst. Da war ich falsch. Ich war jetzt der festen Überzeugung, ich komme da drüben raus. Okay, das hat funktioniert. Da oben ist noch Loot. Ich will eigentlich... Geht das? Nee, da falle ich runter. Okay, also ich muss hier erstmal weiter. Hier! Oh, hier kann ich jetzt umschalten. Yes, nice. Okay, dann muss ich aber fast... Ne, ich kann hier lang. Und dann hier runter. Und dann hier. Oh, oh. Oh. Das ist nochmal gut gegangen. So, bist du... Ist hier der Dreifaltigkeitsschlüssel drin? Bitte lass das der Legionsstecker, aha. Ja, weiß ich mittlerweile, für was die sind. Ha.
Abkürzung. Wup, wup. Schade, dass ich diesen Dreifaltigkeitsschlüssel... Ich dachte, ich wäre überall gewesen. Ich dachte, ich wäre in jeder Ecke gewesen. Sehr schade. Das sieht so hart nach Bossraum aus hier. Ah ja. Hi, wer bist du denn? Katzenstaub. Aua. Wow. Ich check nicht so ganz, was hier passiert. Ich check nicht so ganz, was hier passiert. Okay. Den Gegner, den habe ich gerade gar nicht verstanden. Ah, Abkürzung. Wo könnte der Dreifaltigkeitsschlüssel noch sein? Hier irgendwo vielleicht. Aber... Nee. Nee, da hinten war ich doch auch in jeder Ecke, ja. Wer hatte den denn in der Fabrik? Wer hatte diesen Dreifaltigkeitsschlüssel? War das einfach ein Loot, ein Drop? Oder wo hatte ich den her? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo eine Kante, die ich übersehe, oder eine Ecke oder irgendwas. Seltsam. Äußerst seltsam. Irgendwo? Nee. Komisch. Komisch, 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 komisch. Hier ist eine Leiter. Nice. Bist du der Dreifaltigkeitsschlüssel? Nee. Und was machen wir beide jetzt? Komm mal her, damit ich auf dich drauf hüpfen kann. Boah. Aua, lass mich hier aus der Ecke raus. Hallo? Danke. Autsch.
Ey, Junge, Junge! Junge, 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 was ist... Ich hab gar keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Ich werde mir doch nicht für so ein Billo-Bob, der mir nicht mal den Weg ernsthaft versperrt, jetzt hier ein Moveset einprägen, das ich nie wieder brauche. Das ist ja absoluter Quatsch. Vielleicht liegt der auch irgendwo hier unten in der Suppe, dieser Schlüssel, ne? In irgendeiner Ecke. Wo man es nicht sehen kann. Nein, ich bin so doof. Das hat keiner gesehen. Ich werde mir doch jetzt nicht so ein Moveset einprägen für einen Billo-Bob, den ich nie wieder besiegen muss. Fange ich doch jetzt nicht an, mir dieses Moveset einzuprägen hier. Da kann ich einfach vorbei. Ich laufe einfach an dem vorbei jetzt. Mach einfach die zweite Tür auf. Ey! Da oben 7000 Seelen jetzt verloren. Warum habe ich 2400 hier jetzt liegen gehabt? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Kriege ich die Hälfte irgendwie wieder? Oder ein Drittel? Ein Drittel müsste das ungefähr sein. Man verliert gar nicht alles beim Tod, sondern kriegt noch ein Drittel wieder. Witzig. Ach, ich... Mist. Ich muss ihn killen. Okay. Nee, ich will das tun. Scheiße, jetzt habe ich mich voll unnötigerweise geheilt hier. Aua! Ja, 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 ist okay. Komm, hau mich. Scheiße. Nein, verdammt! Ah! Das Schild ist voll ätzend. Also das Ätzendste, was er machen kann, ist dieses Schild. Dieser Schild. Nicht dieses. Dieser Schild. Oh, wenn es wenigstens ein Boss wäre. So ein richtig heftiger, aber es ist nur so ein Billo-Bob. Und der Billo-Bob bereitet mir Probleme. Ein Billo-Bob, zu dem ich einfach 3 Kilometer laufen muss. Schweinerei.
Der gute alte Paternoster. Wäre mal interessant, diesen Elektroquatsch gegen den zu benutzen. Also das Feuer hat gerade super funktioniert. Muss ich sagen. Das war wirklich, wirklich gut gegen den. Scheiße. Steh auf. Ey, dass ich diesen schweren Angriff, dass das so lange dauert. Wo ist mein Würfel? Ah, shit. Den Würfel nicht ausgerüstet. Das ist schlecht. Ey, Paul, alles klar, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Jetzt erstmal den Würfel ausrüsten. Jetzt hätte ich ihn brauchen können. Ganz dringend. Dabei habe ich jetzt hier so einen Unsinn ausgerüstet. Der Schild, den er da vor sich hält. Aber ohne den Schild wäre es natürlich auch ein billiger Gegner. Ohne den Schild wäre der super schnell weggesnackt. Schmackofatz, wie man neuerdings sagt, habe ich gehört. Aufzug. So eine peinliche Stille, wie wenn... Wenn man im Aufzug mit Fremden steht, ist immer irgendwie doof, ne? Ist seltsam. So mit Fremden im Aufzug hat man eigentlich... Komm, ey. Du bist eine seltsame Kröte. Aua. Keine Ausdauer mehr gehabt. Wie bitte? Was war das? Mein schwerer Angriff ist einfach in ihm verschwunden.
Der ist nicht durchgegangen. In irgendeinem... Okay, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich in diesem Spiel einen gravierenden Fehler hatte, der mich das Leben gekostet hat. Der nicht auf meine Kappe ging. Das war jetzt gerade ärgerlich. Seltsam. Schon wieder diese peinliche Stille im Aufzug, ne? Ey, komm, reicht dann auch mal. Mit deinem scheiß Schild, Alter. Die nervigste Dummkacke, ey. Komm. Greif mich an, damit wir das Ding beenden können. Ja, ist gut. Okay, so, nochmal. Ja, genau. So, Heavy Angriff geht endlich durch. Mein Gott. Ich... Was? Ja! No way! Ach, dass ich an so einem Ding... An so einem hässlichen Ding... An so einem hässlichen Ding... Ein ums andere Mal draufgehe. Ach... Nein! Komm schon jetzt. Das ist der Versuch jetzt. Los. Oh, wenn dieser Weg nicht wäre. Und dann muss ich jedes Mal, dann komme ich hier so blöd an, dass ich nicht direkt auf die erste Platte gehen kann, sondern kurz warten muss. Haben sie gut gemacht. Haben sie gut bei Dark Souls abgeguckt. Finally sind wir wieder da. Ach, und direkt dieser hässliche Schild.
Na, endlich. Und diesmal habe ich mich nicht einmal heilen müssen. Okay. Nice. Easy, ja. Ist hier jetzt der Schlüssel drin? Gradversorgungskiste. Wo ist der Dreifaltigkeitsschlüssel? Seltsam. Jetzt geht's runter. Jetzt bin ich runtergegangen, um hochzuklettern. Um wieder runterzugehen. Always be true to myself. Termit. Soll das ein Hinweis sein? Benutze bitte Termit beim nächsten Boss. Hey, wer bist du denn? I'm Cecile. Who's well alive. Oh, where are my manners? I'm Cecile, and I serve the Archbishop. I'm the only one left. Everyone's dead. From the petrification disease, or from the monsters. I didn't die. But my heart breaks more each day. Can you do me a kindness? Bring me the holy mark from the Archbishop's quarters. The Archbishop was a true saint. He was my savior. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. Viel Erfolg. Can help me live again. Please bring me the holy mark as quickly as you can. Okay. Mach ich. Nicht euer Ernst. Hey, hey Leute, das ist jetzt aber ein bisschen ungeschickt hier alles. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es hier weitergeht, um ehrlich zu sein. Was zum Geier, und dann gibt es hier Löcher, in die man reinfahren kann. Moment! Ich dachte, hier wäre nur so ein kleiner... Moment, komm gleich wieder. Wartet kurz. Lasst mich nur mal ganz kurz. In dem Fall ganz kurz... Ah, okay, hier ist Verfall. Da will ich natürlich jetzt nicht ewig weit rennen. Oder kann ich hier aufmachen? Wird verschlossen sein, oder? Ja, das ist zu. Okay. Ja, Mist. Ja, wir sind ja hier am Stargazer. Passt. War ich jetzt hier schon? Ja. Ich bin auch ein bisschen erstaunt, was das hier für eine Gegend jetzt ist. Das hier mache ich von der anderen Seite auf. Okay. Diese Dinger fallen von oben runter, oder wie? Okay, hier ist alles ein bisschen... Das ist alles ein bisschen creepy. Das ärgert mich, dass ich da oben den... Aua! Dass ich da oben den Dreifaltigkeitsschlüssel wohl übersehen habe.
Finde ich doof. Deshalb wurde die Kathedrale errichtet und in Erinnerung gerufen. Pilger betet den barmherzigen Engel an. Okay. Sichelmondstein. Aha. Aha, aha, aha. Autschi. So. Okay. Das dachte ich mir schon, dass es dort nicht lang geht und dass ich hier rein muss. Dämlicher Verfall. Aua. Gib mir das buntes Ergo-Fragment. So einer, okay. Hi. Ja, machst du das dann so lange, bis du mich triffst? Aua. Aua. Mein Gott, dauert das lang. Meine Fresse, dauert das lange, diesen Würfel zu benutzen. Ach du Schande. Okay. Ist aufgeschrieben. Ah, ich laufe schon wieder in die Falle rein. Waffe war rot. Nice, danke für den Hinweis. Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Gar nicht. Auf dem Schirm gehabt. Sie hüpft mir in den Weg. Auch nicht schlecht. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dass die Waffe gerade rot war. Ja, ja, die macht kein Damage mehr, ich weiß. Und man kann auch nicht mehr richtig zuhauen, weil sie jedes Mal so abprallt. Vielleicht war das auch gerade so ein Problemchen. Er reagiert aber flott, ey. Ja, reicht dann auch mal wieder, ey. Ey, ist gut. Geht doch, Mann, ey. Hm.
Das ist alles seltsam hier. Und diese Kathedrale ist überhaupt seltsam. Ist die unter der Erde gebaut? Ich habe das Gefühl, dieses ganze Konstrukt ist unter der Erde aktuell. Und jetzt geht's noch weiter runter oder so? Ne, jetzt geht's wieder hoch. Ich bin runtergegangen, um hochzugehen, um wieder runterzugehen, um wieder hochzugehen. Das verwirrt mich. Scheiße. Du bist einer, gegen den ich kämpfen muss, oder? Oh, that's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. I'm sure I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Du weißt nicht, wer ich bin, Mr. Rex. Everyone in Krat has heard of me. Okay. I'm Alidoro the Hound. Treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. Vanini Works. I didn't give that place much thought. That's where the puppets are being made, after all. But I heard tell of a shelter there as well. With no first-hand knowledge, I suppose I have to trust you. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Take it. Okay, cool. Ich habe ihm nicht die Hotel Krat empfohlen, weil mir gesagt wurde, dass diese Boys and Girls, die hier durch die Stadt laufen, nicht gerade unbedingt vertrauenswürdig sind. Deswegen habe ich ihm jetzt gesagt, geh mal lieber in die Venini-Werke. Ist das euer Ernst? Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Ich bin äußerst verwirrt. Ach, hier geht's wieder nach oben. Okay. Den Weg habe ich vorher. Boah! Den Weg habe ich vorhin nicht gesehen. Ist aber trotzdem eine wilde Angelegenheit hier. Spezialwiderstandsampulle. Ich würde jetzt gerne hier eine Abkürzung freischalten. Ich hoffe, das geht hier. Anscheinend nicht. Weil eigentlich würde ich gerne an diesen Stargazer ran. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. So, es könnte sein, dass es da hinten weitergeht. Es könnte aber auch sein, dass es hier unten weitergeht. Ich versuch mal. Ah, guck mal. Ja, nice. Wunderbar. Haha. Super. So nämlich, so wünsche ich mir das. Abkürzungen und Fortschritt. Ich hatte gehofft, in dieser Kathedrale ein bisschen schneller an nochmal einen Boss zu kommen. Ich bin jetzt, das ist jetzt glaube ich die zweite Folge, in der ich hier unterwegs bin, nach dem Boss. Nee, stimmt nicht ganz. Ah ja, egal. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile in der Kathedrale unterwegs und es ist an der Zeit.
willst nicht noch 2 Minuten dranhängen? Fragt der Chat. Hängen wir noch 2 Minuten dran? Na gut, hängen wir noch 2 Minuten dran. Hängen wir noch 2 Minuten dran. Dann gucke ich mich mal ganz kurz hier um die Ecke um. Aha. 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 Deshalb. Dann schauen wir uns doch liebend gerne den Boss ein-, zweimal an. Mal schauen. Danke für den Hinweis, Sepp. Vielen Dank. Danke für den guten Hinweis aus dem Chat. Direkt First Try. Das wäre jetzt natürlich was, ne? Du bist bestimmt der Priester. Siehst nur ein bisschen seltsam aus. Ja, 100 Pro. Was ist mit dir? Was bist du? Du bist ganz schön wild mutiert, guter Priester. Was zum... Bist du der Priester? Du bist ein anderes Wesen wie gerade eben. Uah. Oh mein Gott. Ah, oh, bist du hässlich. Ach du Scheiße. Erzbischof. Ah, das ist tatsächlich der Erzbischof. Lol. Aua, warte kurz, ich versuche mich hier ein bisschen zu akklimatisieren mit dir. So, jetzt hat. Jetzt bin ich bereit. Mist. Oh oh. Aua. Let's go! Nein! Schlüpft aus was aus dem? Nee, da schlüpft was. Nee, es geht noch weiter. Oh shit, da kommt Phase 2. Oh, mies. Und ich hab mich schon gefreut. Zu früh gefreut. Ja, eben. Das Tier hat... Das Viech hat man ja vorhin nicht mehr gesehen. So, ich hab mich schon gewundert, wo das hin ist. Oh, oh. Oh, oh. Shit. Sieh mich als Engel mit einem Flügel nur von... Keine Ahnung.
was du laberst. Ja, das war's. Ah, aber hey, die erste Phase, super First Try. Die erste Phase, super im First Try gemacht. Ich hab mich voll gefreut, ey, Schweinerei. Und dann kommt die zweite Phase. Schade. Also, was heißt schade? Schön, ich hab schon gedacht, das ist irgendwie zu einfach. Ich habe schon gedacht, so, das ist ein bisschen zu einfach. Weil die Bosse in diesem Spiel waren bisher immer, außer der allererste, der war okay, machbar. Aber die Bosse in dem Spiel sind knackig gewesen bisher, alle. Für mich. Ich mache ein bisschen zu viel perfekten Block, weil mir das einfach Spaß macht, einen perfekten Block hinzukriegen. Wenn ich das weniger machen würde, sondern einfach normal blocken, dann kann ich ja mein Leben wieder heilen durch Schaden, den ich danach mache. Aber ich finde perfekten Block einfach geil. Das ist ein geiles Feeling. Ich spiele gerne so. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich es nicht ganz so krass forcieren würde. Aber wie gesagt, mir macht ein perfekter Block mords Spaß und deswegen werde ich den auch weiterhin ein bisschen forcieren. Auch bei dem Gegner habe ich schon gemerkt, wie ich es machen kann, wann ich drücken muss, um den perfekten Block zu kriegen bei bestimmten Attacken. Gerade in der ersten Phase fand ich es relativ schnell erkennbar. Und in der nächsten Folge gibt es ein paar Boss-Runs, würde ich sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.